In diesem Video geht es um das Konzept der Delegation in der objektorientierten Programmierung. Das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Ich will etwas nicht selber tun, also lasse ich es jemand anderen machen. Das kennt sicherlich jeder recht gut. Ich habe das jetzt mal versucht, hier in ein Projekt abzubilden. Ich habe hier also eine Klasse Chef und später noch eine Klasse Praktikant. Da komme ich aber gleich noch dazu. Und die Klasse Chef hat eigentlich nur eine Methode, nämlich hole Kaffee. Und die Implementierung der Methode ist denkbar einfach. Es wird einfach auf dem in der Ausgabe ausgegeben, schmeckt gut. Das soll die Implementierung sein und praktisch soll damit das Kaffee holen erledigt werden. Das würde bedeuten, wenn ich mir ein Chefobjekt erzeuge, also zum Beispiel Chef C1 gleich New Chef. Dann kann ich jetzt sagen, C1 hole Kaffee. Und es wird ausgegeben auf dem Bildschirm, schmeckt gut. Das würde bedeuten, dass der Chef selbst, also das Chefobjekt selbst, tatsächlich dieses Kaffee holen erledigt. Das will der Chef aber nicht, denn der hat eigentlich genug zu tun. Der möchte das gerne an seinen Praktikanten delegieren. Das heißt, wenn die Methode hole Kaffee aufgerufen wird, möchte er das nicht selber tun. Selber tun bedeutet hier, es wird etwas auf dem Bildschirm ausgegeben, sondern er möchte, dass der Praktikant das für ihn tut und er sich dann mit anderen Dingen beschäftigen kann. Das könnte man dann so implementieren. Ich habe jetzt die Klasse Chef erweitert. Ich habe hier eine Instanzvariable vom Typ Praktikant angelegt, P1, und lege jetzt praktisch hier einen neuen Praktikanten an. Hier ist wieder eine Methode hole Kaffee, nur diesmal macht das der Chef nicht selber, sondern jetzt delegiert er das an seinen Praktikanten und sagt, so Praktikant, du holst jetzt mal bitte Kaffee. Und das wäre die Delegation, dass er an ein Objekt, das er sich praktisch hier selbst angelegt hat, an ein weiteres Objekt die Aufgabe des Kaffeeholens delegiert. Das heißt, in der Klasse Praktikant müsste es jetzt eine Methode geben, hole Kaffee. Das könnte dann so aussehen. Das heißt, hier wird diese Methode aufgerufen und hier findet jetzt die tatsächliche Ausführung statt, weil hier jetzt die Bildschirmausgabe implementiert ist. Das bedeutet, dass dieser gleiche Aufruf das Chefobjekt und dann die Methode hole Kaffee ausgeführt, würde auch wieder schmeckt gut in diesem Fall auf dem Bildschirm ausgeben. Allerdings hat das diesmal nicht der Chef selber hier getan, sondern der Praktikant hat das erledigt. Zum Schluss noch ein paar Fragen zu diesem Video. Diese Fragen zielen darauf ab, die wichtigsten Dinge aus dem Video nochmal zu hinterfragen. Diese solltest du nun anhand deiner Notizen beantworten können. Falls das nicht der Fall ist, die Fragen bitte aufschreiben. Das Video erneut schauen und parallel dazu diese Fragen beantworten.